Höre zu, mein Freund, denn nun ist eingetreten, was man den Tod nennt. Öffne dich, gib dich ihm hin. Allseits erstrahlt vor dir der Glanz deines wahren Wesens. Mein Freund, in dieser Befreiung von der schwereren Form enthüllt sich nun das klare Licht deines eigentlichen Wesens. Tritt in den strahlenden Glanz des Lichtes ein. Nähere dich ihm in Ehrfurcht und Mitgefühl. Nimm es in dir auf und werde, was du schon immer warst. Mein Freund, bewahre die Offenheit deines Herzens. Bewahre die Weiträumigkeit des Seins, die sich an nichts klammert. Lass die Dinge so sein, wie sie sind, ohne auch nur im geringsten eingreifen zu wollen. Verdränge nichts. Greife nach nichts. Tritt ein in die essentielle Natur deines eigenen Seins, die in einer gewaltigen Fülle von Licht vor dir erstrahlt. Ruhe im Sein. Erkenne es als das, was es ist. Ein Glanz, eine Fülle von Licht, dein wahres Selbst. Mein Freund, in diesem Moment besteht dein Geist aus reiner, lichtvoller Leere. Vor dir erglänzt dein eigentliches Wesen, die Essenz des Seins. Mitgefühl und Liebe sind seine Natur, pulsierend und leuchtend ist sein Wesen. Je nachdem, was du glaubst, ist es das Licht, das dem offenen Herzen Jesu entströmt. Es ist das reine Licht des Buddha. Dieser essentielle Geist besteht in unteilbarer Helligkeit und Leere in Gestalt eines gewaltigen Lichtes. Du klammerst dich an nichts. Du gibst dich sanft für diese unermessliche Weite frei. Du gehst auf im Licht deines wahren Seins. Lass ganz sanft los, ohne jede Gewalt. Vor dir erstrahlt dein wahres Sein. Es kennt weder Geburt noch Tod. Es ist das unsterbliche Licht, das in den Augen der Neugeborenen leuchtet. Erkenne es wieder. Es ist das ewig Strahlende. Lass alles los, was den Geist ablenkt oder verwirrt. Alles, was Enge in dein Leben brachte. Schon immer bist du dieses Licht gewesen, das sich dir jetzt enthüllt.
Du brauchst nicht furchtsam oder verstört zu sein. Du brauchst nicht angstvoll vor dieser machtvollen Fülle deines wahren Seins zurückweichen. Dies ist ein Augenblick der Befreiung. Höre sehr sorgsam zu, denn nun, da du den Übergang vollziehst, kann dich das Lauschen auf diese Worte von der Verhaftung befreien, die dich in der Vergangenheit in manches Leid geführt hat. Diese Worte können dich von der eventuell in dir entstehenden Verwirrung befreien, von allen Illusionen des Abgesondertseins, denen du in deinem vergangenen Leben einen so hohen Wert beigemessen hast. Verlange oder sehne dich nicht nach dem Körper, den du gerade hinter dir zurückgelassen hast. In ihm kannst du nicht mehr bleiben. Der Wunsch, in jenes Leben zurückzukehren, würde dich nur ziellos und verstört umherirren und in die Illusionen des Geistes hineinstolpern lassen. Du würdest dir Wunder ausmalen, die es nicht gibt. Du würdest Schrecken hervorrufen, die nicht wirklich bestehen. Öffne dich der Wahrheit, vertraue deiner eigenen erhabenen Natur. Wenn das Licht verblasst oder sich ein Gefühl der Schwäche bei dir einstellen sollte, dann erkenne die Sehnsucht, die dich zurückziehen will. Vor dir aber leuchtet das Licht des einen Geistes. Es ist die Lichtfülle der Gesamtheit des Seins, das sich noch nicht in 10.000 verschiedene Bilder des Denkens und persönlicher Vorlieben aufgespalten hat. Es ist das Licht der Einheit, die grundlegende Natur aller Dinge. Verschmelze mit ihr und löse dich von allem, was dich in der Absonderung festhält. Dies ist das Licht, in dem sich die Wahrheit rein und klar widerspiegelt. Lass es nicht zu, dass alte Einflüsse diese Einheit zu Scherben der Absonderung und Angst zerschlagen und dir die 10.000 herrlichen Bilder und die 10.000 schrecklichen Bilder, die der Geist so lange in sich getragen hat, als eine Wirklichkeit vorgaukeln. Lege alle Verwirrung und Unsicherheit ab. Werde dir bewusst, dass alle wie auch immer gearteten Objekte, die sich zwischen dich und das Licht stellen, nur leere Projektionen des Geistes sind, Ausstrahlungen alter Verlangen und Sehnsüchte. Nun, da du an diesem entscheidenden Punkt angelangt bist, ist es nicht mehr notwendig, an den friedvollen oder zornbeladenen Geisteszuständen festzuhalten, die du in der Vergangenheit so oft erfahren hast. Gestatte es dir, liebevoll jeglichen Widerstand aufzugeben, der dich noch zurückhalten will. Jetzt ist Zeit dafür, dich an nichts mehr zu klammern und mit dem mächtigen Licht deines ursprünglichen Wesens zu verschmelzen.
zerfließe, löse dich auf in der Lichtfülle des Seins. Beobachte dies alles vom Ruhepunkt deines Herzens aus und vergönne allen Formen und Gestalten, die vor dir entstehen und wieder vergehen, die große Freude der Befreiung. Gehe weiter. Bleibe an keiner Stelle des Geistes stehen. Lass es zu, dass alles Entstehende wieder vergeht. Verdeutliche dir jedes Bild. Denke daran, dass es nur ein Trugbild des alten Geistes ist, dass es nur scheinbar stabil ist, dass es nur scheinbar außerhalb deiner selbst existiert. Diese Bilder sind nur hohle Schatten, Träume des Geistes, die sich während vieler Geburten, Leben und Tode angesammelt haben. Lass dich durch nichts ablenken. Gib nicht nach, wenn dich irgendetwas vom Licht deines wahren Wesens ablenken will. Wenn sich Körper und Geist trennen, dann erscheint die Helligkeit des klaren Lichtes so gewaltig, dass alte Ängste dich möglicherweise zu einem Rückzug veranlassen und dich versuchen könnten, diesem unbeschreiblichen Glanz zu entfliehen. Lass dich nicht von Ängsten oder Sehnsüchten der Vergangenheit leiten. Gib dich in diesem überaus kostbaren Moment keiner Verwirrung hin. Es ist die natürliche Ausstrahlung des Seins, die du vor dir erblickst. Erkenne sie an. Tritt in sie ein. Vielleicht ertönt aus diesem Licht heraus ein mächtiger Klang. Dieser tausendfache Donnerhall. Dieses Gebrüll von 10.000 Löwen. Es ist der gewaltige Klang deines natürlichen Seins. Du besitzt nicht mehr den physischen schweren Körper, der sich so oft als dein wahres Wesen ausgegeben hat. Du bist jetzt das, was man einen geistigen, einen leichten Körper nennt. Es ist ein leuchtender Körper des Bewusstseins, welcher Gedanken als äußere Objekte erlebt. Die unbewussten Neigungen, die dich ein ganzes Leben hindurch geleitet und motiviert haben, vermögen ganze Areale der Freude oder der Angst hervorzubringen, wenn der Geist in seiner wahren Natur keine Ruhe findet. Erkenne dich selbst als das reine, grenzenlose Gewahrsein des Seins. Vertraue dieser Wahrheit und gib nicht nach, wenn irgendein Geisteszustand sie verdunkeln will.
Du besitzt keinen physischen Körper aus Fleisch und Blut. Klänge und Farben, Lichter und projizierte geistige Schöpfungen können dir nichts anhaben. Du kannst nicht einmal sterben, denn was man den Tod nennt, ist deinem Körper bereits widerfahren. Und nun bewegst du dich durch die Bereiche, die zwischen Tod und Geburt liegen. Halte in diesen Sphären jenseits des Lebens nicht an deinen alten Ängsten vor körperlichem Schaden fest. Auch wenn der Körper vergangen ist, kann sich der Geist noch an die Angst vor dem Tod klammern. Erkenne, dass solche Befürchtungen Illusionen sind. Alte Ängste, alte Fesseln, lass sie los. Gib dich frei für das Licht. Erlebe die Entfaltung offen und voller Liebe. Klammere dich an nichts. Gib dich frei für die leuchtende Wahrheit. Erkenne die Klänge und die Lichter als Zustände des Geistes. Fürchte dich nicht. Wenn du Furcht empfindest oder zurückweichst, würdest du vielleicht weiter umherirren und das eine in das viele spalten. Du könntest dein eigenes, leuchtendes, erhabenes Wesen vergessen. Wenn dich die an dir vorüberziehenden Formen deiner sexuellen Verlangen verführen oder die Verkörperungen alter Ängste erschrecken wollen, möchte dich eine Sehnsucht nach Vergnügen vielleicht zu sanfteren Lichtern hinziehen, die verlockender anmuten, die größere Befriedigung zu versprechen scheinen, wisse aber, dass das hellste Licht dein tiefstes Wesen ist. Und gehe in dieses Licht, das vor dir erstrahlt, hinein. Lass dich werden, was du schon immer gewesen bist. Die von deinem Geist projizierten Bilder ändern sich vielleicht im Lauf der Tage. In diesen Bildern breiten sich die Elemente deines Geistes vor dir aus. Wenn sie an dich herantreten, mögen sie strahlend schön und lichtvoll erscheinen. Lass alles los, was dich schützen will, was dich mit Barrieren umgibt, was dich mit einer Form, mit einem Körper, mit etwas Beschützenswertem gleichsetzen will. In jedem Moment, in jedem Objekt existiert nur das eine. Wenn, wie in der Vergangenheit, aus einem illusorischen Schutzbedürfnis heraus Gefühle des Zorns oder der Aggression in dir erscheinen, dann erkenne sie als Hindernis für deine essentielle Freiheit.
Löse dich von Aggressionen und Furcht. Es sind vorübergehende Stimmungen, die wie Wolken über den weiten Himmel des Gewahrseins ziehen. Finde kein Vergnügen an Wegen, auf denen alte Gewohnheiten ihre alte Befriedigung suchen, sondern sei ganz ruhig und in tiefem Mitempfinden bewusst, dass diese Einflüsse alter Gefühle und Verlangen den Geist weiter und weiter vom Licht entfernen. Löse dich sanft von allem, was die Weite des Seins verdunkelt. Wisse, dass alle Gedanken, alle Erscheinungen und alle Gefühle nichts anderes als Ausstrahlungen des Geistes sind. Löse dich von allem trügerischen Wissen. Löse dich von alten Modellen. Gehe wieder ganz und gar in dir selbst auf. Öffne dich der Gesamtheit des Seins. Alles Wahrgenommene ist eins mit dem Geist. Verschmilz mit dieser Einheit. Werde zur Essenz alles Bestehenden. Erspüre dich selbst jenseits der Formen des Geistes, jenseits der Form selbst. Verhafte dich nicht länger an alten Gewohnheiten des Vergnügens oder Leidens und lass deinen Geist im reinen Licht ein Zuhause und Ruhe finden. Ohne Anspannung, ohne Widerstand. Wenn der Wissende im Wissen aufgeht, verbleibt nur das Wissen, nur das Sein selbst. Wenn alle Trennung aufgehoben ist, bleibt nur das Licht zurück. Gib nicht nach, wenn alte Verlangen dich wieder in den schlammigen Sumpf der Ahnungslosigkeit hineinzerren wollen. Öffne und entspanne deinen Geist und vertraue der Hingabe des Herzens an die Wahrheit. Lass dich von deiner Reise durch diese leuchtenden Sphären, die deinen bisherigen Vorstellungen vielleicht überhaupt nicht entsprechen, nicht ermüden. Du bist die Essenz des Bewusstseins selbst. Erkenne dich selbst als Gewahrsein, das in jedem Augenblick des Bewusstseins gegenwärtig ist und alles Entstehende auf die ihm eigene Weise erlebt. Wenn du dich von alten Gedanken, von Traumbildern alter Freunde und von Gefühlen angezogen fühlst, die dich in frühere Situationen zurückversetzen, dann wisse, dass all diese einzelnen Episoden nur das Schattenspiel des einen Geistes sind, dessen leuchtende Ausstrahlungen auf dich gerichtet sind. Verschmelze mit dem Raum,
der alle Formen enthält, der lichtvoll, leuchtend und endlos ist. Wenn man nicht völlig mit dem Licht des Seins verschmolzen ist und sich auch nach vielen Tagen noch hingezogen fühlt, eine weitere Geburt anzunehmen, dann sollte die geeignete Inkarnation sorgfältig ausgewählt werden. Es sollte eine Inkarnation sein, die dich in der Offenheit bestärkt, deren hohen Wert du nun erkannt hast. Erinnere dich an die Essenz des Seins, damit du nicht blindlings und ohne jegliches Gewahrsein in eine neue Geburt geworfen wirst. Bleibe wach und klar. Erlaube deinem Herzen, sein tiefstes Mitgefühl zu empfinden. Übe dich in uneingeschränkter Geduld. Gib Acht auf den magnetischen Einfluss alter Neigungen und Vorlieben, die dich zum Handeln verleiten wollen. Erkenne sie als das, was sie sind. Leere Hüllen, die durch die unermessliche Weite des Geistes schweben. Erkennst du nun, dass auch der Tod nicht existiert? Dass jenes, was du bist, nämlich das Gewahrsein selbst, keines Körpers bedarf, um zu existieren? Was du erblickst, ist das spontane Spiel des Geistes. Ruhe also in deinem höchsten Zustand, frei von Tätigkeit und Sorge, frei von Absonderung und Furcht. Ruhe in der Unsterblichkeit deiner erhabenen Natur, frei von Wertungen, frei von Einteilung. Tritt ein in die essentielle Weite des Seins, auf die Gedanken von nah oder fern, von innen oder außen keinen Einfluss mehr haben. Auf die keine Ablenkung mehr einwirken und kein Widerstand Druck ausüben kann. Lass dich in dein eigenes wahres Wesen hineinziehen, in den weiten, lichterfüllten Raum. All die Dinge, die du um dich herum erblickst, sind deine Freuden und deine Leiden, deine Erinnerungen, dein Verlangen. Und jedes für sich bietet die Gelegenheit zu tiefem Verständnis. Werde deines Verlangens nach Kontrolle und der schmerzlichen Anspannung gewahr, die es hervorruft. Löse dich von dieser Stofflichkeit. Ziehe aus dieser wunderbaren Gelegenheit Nutzen. Schwebe frei dahin. Deine Hingabe an die Wahrheit wird dich zur Vollendung führen. Erkenne, dass alle vor dir erscheinenden Bilder, seien sie groß oder klein, schön oder hässlich, nur die Mechanismen des Geistes darstellen. Lasse dich nicht durch einen schönen Körper,
eine schöne Stimme, ein schönes Bild, ein schönes Haus oder irgendeine andere Projektion des Verlangens von dem lichtvollen Pfad ablenken, der vor dir leuchtet. Bewege dich mit Hingabe und Offenheit auf dieses Licht zu. Werde zur reinen, grenzenlosen Weiträumigkeit, in welcher der Fluss seinen Lauf nimmt. Mein Freund, es sind nun viele Tage vergangen, seit du deinen Körper verlassen hast. Erkenne jetzt die Wahrheit so, wie sie ist. Setze deinen Weg fort und nimm Zuflucht in der unermesslichen Weite deiner wahren, ursprünglichen, leuchtenden Natur. Wisse, dass dein Mitempfinden und deine Liebe dir den richtigen Weg weisen. Du bist die Essenz aller Dinge. Du bist das Licht.